Herzlich willkommen zurück zu Kapitel 3 von The Witcher 1 Enhanced Edition. Ich muss ja nochmal unser schickes neues Schwertchen betrachten, was wir aus dem letzten Teil ergattern konnten. Oh yeah, lecker, lecker. Also das Schwert, Triss natürlich auch. Hallo, Triss. Geralt. Was reimt sich auf Triss? Kiss. Wir sehen uns später. Wir sehen uns später. So, wir sind nämlich jetzt in Kapitel 3 angekommen, beziehungsweise in der Bude von Triss, die, soweit ich das verstanden habe, ein Haus im Händlerviertel von Visimat. Sprich, wir werden jetzt auch wahrscheinlich ein komplett neues Gebiet entdecken, räumen natürlich erstmal vorher Trisses Bude aus. Zauberinnen und Zauberer, das Buch beschreibt die bedeutendsten Persönlichkeiten unter den Zauberern und analysiert ihren Einfluss auf die Politik. Rechte Maus, das zu lesen. Die Bruderschaft der Zauberer ging nach dem Aufstand von Tanet unter, als einige der Magier des Hochverrats im Dienst der Nilfgaards bezichtigt und verhaftet oder getötet wurden. Alle bedeutenden Zauberer hielten sich dort auf, da am nächsten Tag eine Sitzung stattfinden sollte. Auch neutrale Magier kamen während der Kämpfe ums Leben, darunter Hengedimdhaelf, der sich noch an die Anfänge der Kolonisierung durch die Menschen erinnerte. Kurz danach beging Tissaia de Vries Selbstmord. Ihr Todestag besiegelte das Ende der Bruderschaft und den Beginn einer neuen Ordnung. Nach dem Aufstand von Tanet gewannen einige Zauberinnen an Einfluss. Philippa Eilhard stärkte hinter den Kulissen des redanischen Hofs ihre Position, während die Elfin Francesca Findebear, die Königin des Blumentals, sich weiter in die Angelegenheiten der Menschen einmischte. Triss Merigold, aha, da wird sie erwähnt, eine der jüngeren Zauberinnen, die Volltests Interessen vertrat, sollte ebenfalls die neue Ordnung mitgestalten. Das ist ja interessant, das hat Triss. Was sagst du dazu? Geralt. Nein, nichts. Wir sehen uns später. So, Teleporter bei Triss. Aha. Spieglein an der Wand. Ihr habt so jemanden Teleporter gefunden. Wohin wollt ihr gehen? Ach, ist ja praktisch. Zum Turm im Sumpf. Zum Labor von Kalkstein. Ich bleibe hier. So, Treppe nach unten. So, dann machen wir hier auch nochmal eben alles leer. Das heißt, wenn wir jetzt in Visima sind, werden wir vermutlich... Oh, das haben wir gelesen. Die Pogrome in Rivien. Die Reichspogromnacht, genau. Wollte ich sagen, genau. Wir müssten ja nochmal gucken, ob wir zurück ins Tempelviertel kommen, um dann da beim Schankwirt auch diverse Sachen einzulagern, weil unser Inventar nämlich schon fast wieder aus allen Nähten platzen tut. So. Verschlossene Tür. Kommen wir hier raus? Nein. Abgeschlossen. Ausgang. Oh yeah. Ab ins Händlerviertel. Treffen neue Leute, machen fette Beute und treffen auch säute Bräute. So, und bitte. Ihr da, bleibt sofort stehen. Ja? Euren Pass. Ihr übertreibt es mit den Pässen. Beschwert euch beim König, wenn ihr es nicht lassen könnt. Er ist zurückgekehrt? Nein, aber alle neuen Erlasse tragen sein Siegel. Ihr dürft gehen, Hexer. Lebt wohl. Danke für die Konversation. Quest aktualisiert das Spiel der Macht. Ich mag mich zwar von der Politik fernhalten wollen, spüre aber, dass das in Visima unmöglich ist. Ärger ist etwas, das ich lieber vermeide. Naja, wenn dabei ein bisschen Plünderung und Erfahrungspunkte rausspringt, ist das doch gar nicht mal so schlecht. Was macht ihr hier? Ihr deutet wieder eine imaginäre Levelwand an. Notstand heißt, wir beobachten wir euch. Ach ja. Und Erfahrungspunkte sammeln heißt, wir beobachten Leute wie euch. Durch königlichen Erlass wird der Notstand über das Viertel verhängt. Meine Füße schmerzen. Sagen wir nicht so. Wir wollen keinen Ärger. Ich würde die Waffe nicht zeigen. Der Notstand im Viertel hat alle nervös gemacht. Tolle Idee.
Aber wir haben ein neues Schwert, das wollte ich allen zeigen. Weißer Wolf, hättet ihr einen Moment Zeit? Aber sicher. Recht. Ich habe da ein wertvolles Buch. Interessant. Ich hoffe, ihr löst damit die Probleme in diesem Viertel. Und ich bin meiner Schuld bei Leuwarden ledig. Danke. Aha. Erhalten Physiologus. Ein Buch, das wir Declan vorbeibringen müssen? Ein berühmtes Bestiarium. Es enthält Informationen über viele Ungeheuer. Das ist interessant. Ja, gut. Das berühmte Werk enthält eine Menge Informationen über verschiedene Arten von Ungeheuern. Die Frage ist, über welche? Totenkopfer. Sehnen. Na, die Zutaten Ungeheuer Zeugel. Zutaten Zeugel Giftserum. Ungeheuer Werwolf. Ungeheuer Vodianoi Priester. Zutaten Vodianoi Schuppen. Zutaten Vodianoi Blase. Zutaten Stein von Üs. Ungeheuer Garkin. Haben wir noch nicht gesehen. Zutaten Garkin Speichel. Hexmann. Das war's. Jetzt noch die Pogromnacht. Die Geschichte der Pogrome gegen Anderlinge in Rivien, bei denen der berühmte Geralt von Riva starb. Aha. Unmittelbar nach dem Krieg war das Volk von Rivien unglücklich. Alle lebten in Armut und hatten den Eindruck, dass die Könige und Magnaten sie bei den Friedensverhandlungen betrogen hatten, da sie sich nicht an Nilfgaard rächten. Ein Sündenbock war erforderlich und wie immer mussten die Wechselbälger herhalten, Anderlinge und Hexen. Aus irgendeinem nichtigen Anlass ging eine erboste Menge auf die Straße. Jeder, der anders schien, wurde zur Zielscheibe. Zwergen, Elfen und der Zaubereiverdächtige, sie alle wurden ermordet. Und wie immer nutzten die Menschen die Situation, um alte Rechnungen zu begleichen, zu plündern und zu vergewaltigen. Ich schäme mich, dass so wenige tapfer genug waren, für die Verfolgten einzutreten. Zu diesen wenigen gehörte der berühmte Geralt von Riva, der seine Freunde beschützte und auf einer Mistgabel starb. Hätte Triss Marygold nicht eingegriffen, die Zahl der Opfer wäre noch höher gewesen. Die Zauberin beschwor einen kräftigen Hagelschauer über der Menge. Nur dieser mächtige Zauber setzte dem Aufstand ein Ende. Ich weiß nicht, was aus dem Leichnam Geralt von Riva und denen wurde, die an seiner Seite standen. Mhm. Charaktere Geralt. In dem Buch mit den Tinteln und Pogrom in Rivien heißt es, dass Geralt auch der Weiße Wolf genannt während eines Massakers an Anderlingen starb. Das Pogrom fand unmittelbar nach dem Krieg gegen Nilfgaard in der Stadt Riva statt. Geralt wurde von einem wütenden Mob getötet, als er die Unterdrückten verteidigte. Die Zauberin Triss Marygold und der Zwerg Zoltan Shivai wurden Zeugen seines Todes. Der Leichnam des Hexers wurde nie gefunden. Wie auch, wenn er gerade in Visima rumrennt. Der Untote. Nur Palasthöfe. Meine Freunde aus dem Tempelbezirk haben nur Gutes über euch erzählt. Fenerath müsste nur drei Zauberer einstellen. Waui. Ignatia. Wir haben leider keinen Platz mehr. Brauchen wir, glaube ich, nicht. Soweit ich weiß, also beziehungsweise soweit ich das verstanden habe, ist nicht die Pflanze wichtig, sondern die Zutaten, die Substanzen, Äther und Nigredo. Und ich vermute mal, die haben wir hier in tausenden von anderen Sachen auch noch. Von daher lassen wir mal die Blumen der Stadt sein. Was kriecht aus einem Loch Kunst und schneidet dann einen Rabbelbusch? Wer weiß, aber wir sollten auf jeden Fall einen Elf lynchen. Ich werde gar keine Chance zu antworten. Meine Beine fangen einfach an zu tanzen. Ich liebe diese Melodie. Hört einfach zu. Nicht stören. Hört einfach auf. Nicht stören. Nicht stören. Nicht stören. Nicht stören. Nicht stören. Naja, stören wir mal ein bisschen. Hm. So, mal die Karte aufrufen hier. Wir sind also mitten im Händlerviertel. Das Gasthaus Neu-Narrakord. Kräuterkundler. Tempelbezirktor. Aha, hier kommen wir also wieder zurück in die alte Welt. Schmied. Sensorstandort. Alte Schmiede. Gehen wir doch einfach mal zum ersten Sensorstandort und gucken, macht ja keine Dummheit, ob wir da irgendwas finden auf dem Weg dahin. Sonderangebot diesen Monat. Massaker Langmesser. Jeweils nur 10 Orens. Komplettes Waffenangebot auf Lager. Sonderpreis für Ritter des Ordens. Ach, Adliger. Ich habe Anderling gelesen. Der Gerberplatz. Mhm. Hier gibt's also Fälle. Hallo, Schmied. Angeblich bezwang der Orden die Skoyatell im Sumpf. Seid gegrüßt. Zu meinen Spezialgebieten zählt mehr als das gewöhnliche Schmiedehandwerk. Ihr seid ein Schwertschmied. Ihr kennt euch aus. Kann ich behilflich sein?
Ich möchte, dass ihr meine Waffe verbessert. Was braucht ihr dafür? Würdet ihr einen Blick auf mein Schwert werfen? Ich würde es gern aufwerten lassen. Aha. Ich möchte, dass ihr meine Waffe verbessert. Was braucht ihr dafür? Bringt mir Metallerze oder Runensteine, die in die Klinge eingebettet werden. Was ist der Preis? Ich will keine Steuern und Zunftgebühren bezahlen. Ich nehme lieber Waren im Tausch gegen meine Dienste. Was wollt ihr? Ein Edelstein, der sich für den Griff einer Waffe für den Grafen de Wett eignet. Ein Edelstein? Haben wir doch, glaube ich, sogar parat. Aber nur einen Saphir nehmen, ne? Mal sehen, was ich tun kann. Hä? Fertig? Nee, Werte sind gleich. Ich muss mein Schwert neu schmieden lassen. Ja, ist halt erstmal nichts passiert. Vielleicht, weil wir keinen Runenstein dabei haben. Ich hab's mir anders überlegt. Ich hab's mir anders überlegt. Tschüssi. Tür. So, was gibt's hier? Eine Holztruhe. Soldatenfusel, Renanscha. Oh, wow. Beide Plätze belegt. Nein, wir hatten eine Rune dabei. Roter Meteorit. Und Runen der Erde. Schaden plus 10%. Wieso ging das nicht? Ach, was tun wir denn weg? Was tun wir weg? Was tun wir weg? Mein Bier. Und das redanische Lagerbier. Oha. Hier gibt es ja noch wesentlich mehr zu holen. Eine Birne. Feuerstein, den können wir nehmen. Noch eine Birne. Zwei Hähnchenkeulen. Was hier mit dem Keller? Nur eine Holztruhe. Rechts war noch was. 12 Orenz. Nilfgaarder Zitrone, starker Alkohol. So. Irgendwas, was wir hier lassen können. Nope. Naja. Also, ich glaube, als erstes suchen wir uns Hühnchen. Apfelsaft, Himbeersaft. Hühnchen und Käse. Passt eh nicht ins Inventar. Wir suchen uns erstmal einen Händler, wo wir Sachen verkaufen können. Oder den Schankwirt. Das heißt, Planänderung nicht zum Sensorstandort, sondern erstmal Gasthaus 9 Narakord. Jede Menge Türen. Geöffnete Türen, versteht sich. Marienbottom. Was soll ich hier mitbringen? Aha, im Dienst der Krone. Hier geht es nicht durch. Okay, komm mal zurück. Wie kommen wir denn da hin? Die nächste links. Neuen Narakord? Der neuen Narakord. Gasthaustür. Aha. Anschlagtafel. Vom Regen in die Traufe, in die Flut. Und jetzt auch noch ein Hexer. Okay, können wir auch noch nicht lesen, weil. Wir hatten da die Tür aufgemacht. Kein Platz im Inventar. Ich hoffe, wir müssen nicht zum Schankwirt im Templerviertel zurück. Aha, da prügeln sich auch schon wieder welche. Hallo, Schankwirt. Ihr seid herzlichst willkommen. Seid gegrüßt. Kann ich euch helfen? Ah ja. Ha, unser ganzer alter Kram. Das ist ja mal Optimopti. Gänseschmalz, Hundetalg, Schwarzpulver. Kann man eigentlich hier. Nein, die werden automatisch sortiert. Das ist ja schade. Die Bücher packen wir auch erstmal wieder in die Tasche. Den Physiologus.
Oh. Ne, haben wir gelesen, genau. Stimmt. Kamamet, Kräuterwodka. Zwei Saphire. Diamantstaub packen wir auch weg. Die Rune weg. Den Schal. Wiewernfleisch. Ach so, das kann man direkt verzehren. Packen wir auch weg. Zwei Bärensteine. Schweinefleisch, Soldatenfusel auch weg. Mariborwald. Unbekannter Trank. Ob die automatisch unbekannt werden, wenn wir ein Rezept erlernen, das zu diesem Trank passt? Waldkauz. Noch ein unbekannter Trank. Weiße Möwen haben wir noch. Katze. Und die Salamanderbroschen konnten wir auch noch nicht richtig verkaufen. So, okay. Wie dem auch sei, jetzt geht das Plündern los. Treppe zur oberen Etage. Das ist die gar nicht. Belegtes Brot mit Huhn. Sicherheitswache? Patrick von... Ey, mit Rittersporn ist auch am Start. Endlich einer. Meister Leuwagen bittet um 6 Uhr heute Abend um eure Gesellschaft. Ach so. Viele haben etwas gegen Hex. Alle beschweren sich über dieses Nichtstun. Ohne Ungeheuer und Banditen wäre... Endlich eine Ruhepause. Ihr seid ein Lut. Ich möchte nicht über Ernst. Ohne Ungeheuer und Banditen. Patrick von Weise. Ein Hexer. Es hieß, eure Art wäre ausgestorben. Beinahe. Ich bin Geralt. Ich möchte meinen richtigen Namen lieber nicht nennen. Ihr wisst schon, Rittergelübde. Wenn ihr möchtet, könnt ihr mich Patrick de Vasey nennen. Von der Flammenrose. Wir nennen ihn aber Patrick Swayze. Ich gehöre dazu. Vielleicht könntet ihr mir beistehen. Wobei? Meine Schwester. Wollt ihr euch ihre Geschichte anhören? Eines Tages fanden wir sie bewusstlos im Bett. Keine Chance. Blut lief aus Bisswunden an ihrem Hals. Wir hatten keinen Zweifel. Ein Vampir. Bisswunden müssen nicht zwangsläufig von einem Vampir stammen. Diese schon. Nach einer gewissen Zeit verschwand meine Schwester. Sie muss verwandelt worden und dann geflohen sein. Wenn sie eine Vampirin ist, muss ich... Ich möchte nur, dass ihr sie findet und unseren Verdacht bestätigt. Na gut, ich suche nach eurer Schwester. Na gut, ich suche nach eurer Schwester. Ihr solltet keine Mühe haben, sie zu erkennen. Niemand übersieht ihre azurblauen Augen. Sie ist eine schlanke, wunderschöne Blondine. Ich werde tun, was ich kann. So. Neue Quest, Blauauge. Ich verspreche, das blauäugige Mädchen zu finden, das von einem Vampir gebissen wurde. Ich sollte mich in der Stadt nach ihr umsehen. Ja? Ja? Kennt ihr einen Siegfried von Denesle? Kennt ihr einen Siegfried von Denesle? Denesle? Oh ja. Was gibt es Neues über ihn? Er soll befördert werden. Wahrscheinlich ist er es schon. Wir reden nicht miteinander. Könnt ihr sagen, warum? Seit dem Sumpf ist er völlig verändert. Ich sagte zu ihm, ehrenwerter Siegfried, ich gratuliere euch. Eure Ehre und euer Glaube haben den heidnischen Pöbel vertrieben. Er sah mich seltsam an und antwortete, ehrenwert? Vielleicht. Ehre und Glaube? Gewiss nicht. Wir waren siegreich, weil sie hungrig und schlecht bewaffnet waren. Ein bisschen Blut und schon vergisst er alles über Ehre. Er sollte dem Beispiel seines Vaters folgen. Wo kann ich ihn finden? Seinen Vater? Er wurde von einer Manticora getötet. Ich meinte Siegfried. Er bildet vor dem Sitz des Ordens im Tempelbezirk Rekruten aus. Ich glaube, gar kein so schlechter Typ, der Siegfried. Mit dem Schankwirt hatten wir noch ein paar Dialogoptionen. Herzlich willkommen, danke. Erzählt mir von den Treffen, die oben stattfinden. Erzählt mir von den Treffen, die oben stattfinden. Der edle Leuwarden von der Kaufmannszunft mietete den ersten Stock meines Gasthauses. Ich soll Essen und Trinken liefern und den Mund halten. Ich bin eingeladen. Erzählt mir mehr. Seid ihr? Dann wisst ihr, was ihr wissen müsst. Wenn nicht, so respektiert mein Schweigen. Vielleicht löst etwas Gold eure Zunge. Ich mag Gold, aber ihr könnt mir unmöglich mehr zahlen als Leuwarden. Außerdem will ich seine Unterstützer nicht verprellen.
Wer unterstützt Leuwarden? Ruhe, ich habe schon zu viel gesagt. Ruhe. Vergebt mir, ich bin beschäftigt. Was? Vergebt mir. Na gut, machen wir dann Fass leer. Hm, ey, Zuckerpuppe, Birne. Käse. Ich mag diesen Ort. Meine Steuern ernähren die Trone ungeheuer. So. Andreas Gablada. Das scheint dann wohl der nächste. Einst war ich unbesiegbar. Auf der Liste zu sein, der ordentlich ein auf den Dates bekommt. Jetzt hänge ich in Drecklöchern rum. Wegen eines einzigen Kampfes. Ihr wart ein Krieger? Ein Boxer. Ich hatte massenweise Fans. Frauen. Gold. Und jetzt? Was ist passiert? Die Ringrichter hatten was an Tiefschlägen auszusetzen. Ich wurde disqualifiziert. Aha. Ich kämpfte. Bis. Bis zum Morgengrauen? Bis zum Abendbrot? Bis? Ich gegen den Löwen kämpfte. Hat er... Ein Schlag. Tödlich. Und mir war klar, gegen den gewinnst du nie. Seither trage ich eine Kapuze, damit niemand mich erkennt. Nach einem einzigen Schlag? Es war eine spirituelle Verwandlung. Aber mit euch kann ich es aufnehmen. Wie wär's mit einer Wette? 200 Orens. Ja, hallo. Klar. Gibt es Regeln erstmal? Keine Waffen. Keine Rüstung. Gut. 200 Orens. Klar. Ich bin dabei. Auf geht's. Auf die Omme. Ich bin geil! Wow. Meine Fähigkeiten steigern, stand da. Na, wenn sieht's nicht schlecht aus. Das ist richtig Zunder. Oh, der hat getreten, Geralt. Und vor allem wohin? Boah. Slow-mo, zack. So, ich würde sagen, das reicht an Fähigkeitensteigerung für Andreas Gablodder. Habt ihr mit dem Löwen trainiert? Ich bin ein Hexer. Ich gewinne. Nehmt euch euren Preis. Was nehmen wir denn? Meteoritenherz? Magische Zeichen. Ich nehme das magische Zeichen. Und den Runenstein. Hier. Rune der Erde. Da haben wir schon eine von bekommen. Der Swarok-Runenstein steckt die Klinge vorübergehend mit Magie. Erhöht die Chance, den Gegner zu treffen und den zugefügten Schaden um 40%. Erhöht die Chance auf einen kritischen Schlag um 5%. Waffenausbaustufe. Das geht also nur beim Schmied, oder wie, oder was? Wollt ihr verlieren, Fremder? Wir kämpfen um Geld. Kämpfen wir um Geld? Ups. Oh. 20. Ich trete euch in den Arsch und kassiere dafür auch noch Kohle. Das sehen wir dann. Wir werden sehen. Genau. Weil wir ein bisschen auf unsere Lebensenergie aufpassen müssen. Zack, direkt in die Parade. Wer will einer aufs Maul? Ich weiß nicht, ob es so gedacht ist, aber zuschlagen, bevor die Animation geendet hat, scheint zu helfen. Ihr habt gewonnen, Wanderer. Nehmt euer Geld und lasst mich in Ruhe. Ja, danke.
Die Frage ist, ob wir mit dem restlichen, mit der restlichen Lebensenergie noch einen schlagen können. Ach, was soll's, komm. Wollt ihr? Na klar. Direkt aber auch mal. Machen wir auch 20, machen wir 25. Auf keinen Fall. Okay. 20? Wollt ihr? Verdoppeln wir das ganz einfach. Ja, Arsch treten, Kohle kassieren, genau. Ihr kämpft wie ein Mädchen! Jetzt gibt's geschmächtig ins Uf drüber! Na, Gerold? Ihr kämpft wie ein Mädchen! Machst du da, Gerold? Hau zu! Sag mal! Wer will einer aufs Maul? Gerold, du musst nur noch zuhauen. Wieso? Jetzt! Ihr kämpft wie ein Mädchen! Also. Irgendwas war an diesem Kampf, gelinde gesagt, seltsam. Naja. Wir haben gewonnen. Der Gegner liegt im Staub. Das ist alles, was zählt. Ich will nicht zweimal. Ich will nicht zweimal verprügelt werden. Okay, wir haben noch 1, 2, 3, 4 Stück. Fürs nächste Mal, versteht sich. Jetzt ist es ein bisschen knapp. Kann man erstmal noch eine mit Ritter sporen. Gerald, ich bin froh, dass ihr hier seid. Ich bin nicht in der Stimmung für Musik. Wir sehen uns später. Gerald, ich habe versprochen, diesen Leuten aufzuspielen, aber ich habe meine Laute nicht. Dann habt ihr ein Problem. Gerald. Wir haben ein paar Umlaute für dich. Was ist mit eurer Laute geschehen? Was ist so Besonderes an dieser Laute? Wie kommt ihr ins Händlerviertel? Okay. Was ist mit eurer Laute geschehen? Lange Geschichte. Und irgendwie peinlich. Was zu trinken? Oh nein, nicht schon wieder. Auf geht's. Oh, Claire. Und immer mein Rainer mit. So, was haben wir noch? Ah, 10x Toussaint Rouge. Und wir haben es geschafft. Ja, ah, fertig. Ich habe vergessen, wie hart im Nehmen ihr seid. Habt ihr genügend Mut, um mir von der Laute zu erzählen? Habt ihr genügend Mut, um mir von der Laute zu erzählen? Ich glaube, meine Laute ist im Haus eines reichen Kaufmanns. Es steht an der Westseite des Salzplatzes. Und ich kann hier nicht weg. Die Menge wartet. Warum habt ihr mir das nicht eher gesagt? Warum habt ihr mir das nicht eher gesagt? Der Kaufmann erwischte mich, wie ich seiner Tochter Unterricht. Unterricht? In was? Ruhig, Gerald. Ruhig. Na gut, ich hole die Laute. Die leise. Na gut. Ich hole die Laute. Wunderbar. Erzähl von diesem Kaufmann. Was ist so Besonderes? Was ist so Besonderes an dieser Laute? Ich bekam sie von Toroviel. Damals im Blumental. Schon vergessen? Wer ist Toroviel? Torovenig. Wer ist Toroviel? Die Elfin aus den Blauen Bergen. Ihr habt ihr ganz schön die Nase verbeult, als ihr euch das erste Mal begegnet seid. Wo ist sie jetzt? Angeblich soll sie sich den Skoyatel angeschlossen haben. Ich frage mich, ob sie noch lebt. Wie artikulationssicher die beiden doch im Vollrausch noch sind. Im Blumental, hä? Im Blumental? Ich habe sogar eine Ballade darüber geschrieben. Wo der Teufel gute Nacht sagt. Die singe ich heute Abend. Nicht ohne Laute. Ich erinnere mich nicht. Ich erinnere mich nicht.
Neue Quest, Rittersporns Laut. Rittersporn braucht seine Laute. Er hat sie in einem gewissen Haus in Vesima zurückgelassen. Habt ihr? Ich glaube. Okay. Keine anderen Dialogoptionen, die sind alle futsch. Ich habe jetzt keine Zeit. So. Jetzt torkeln wir mal noch eben rüber zum Schankwirt. Ach nee, bei dem kann man ja gar nicht übernachten. Der hat ja, erstens redet er nicht mehr mit uns, zweitens hätte der ja auch nur die Lagerungsfunktion. Wo können wir denn jetzt mal eine Runde übernachten, um damit den Rausch schnell loszuwerden? Naja, wir torkeln zur Tür. Ganz langsam, aber sicher. Gibt doch keine Feuerstelle hier, ne? Keine Kellnerin? Niemand. Naja. Müssen wir draußen gucken. Aber das machen wir im nächsten Teil. Bis dahin, macht's gut und danke fürs Zusehen. Tschüss.